Wenn Sie aus Ihrer Kasse Gelder entnehmen, und zwar in Form einer Lohnauszahlung, müssen Sie das natürlich Wabi Profi 3 mitteilen. Denn Wabi Profi 3 hat ja, wie in eines der vorhergehenden Videos schon erklärt, mit den Einzahlungen ein integriertes digitales Kassenbuch, mit dem Sie sehr schnell, sehr einfach Ihr Kassenbuch erstellen können, ohne dass Sie so analog, wie man es halt früher gewohnt waren, schreiben müssen. Okay, Situation, Sie wollen jetzt einem Personal, das bei Ihnen arbeitet, jetzt Geld aushändigen, weil er gearbeitet hat. Hier, dann können Sie im Zwischenbericht auf Löhne klicken oder beim Tagesabschluss ebenfalls haben Sie die Möglichkeit auf Löhne zu klicken und können nun für ein ausgewähltes Personal, für den Max Mustermann, für einen Zeitraum, den Sie hier definieren können, zu einem Datum der Auszahlung einen Betrag aushändigen. So. Und dann können Sie sagen, pass mal auf, ich habe diese 50 Euro genommen von der Kasse zum Beispiel. Ja, wunderbar. Hier können Sie noch eine Bemerkung hinterlegen, wenn Sie wollen, und nun können Sie das ganze Ding abspeichern. Wabi Profi 3 überprüft gleich, ob es denn für dieses Personal eine Stundenliste gibt. Diese könnten Sie nun sofort anlegen, ja? Und wenn Sie sagen, nee, brauche ich jetzt nicht, ja, dann gehen Sie einfach raus, können es aber zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit anlegen oder editieren. Und nun haben wir hier bei den Löhnen 50 Euro als Ausgabe drin oder als Bar, also Entnahme aus der Kasse. Das bedeutet, dass unser Kassenbestand inklusive dem Mitlaufbestand des Vortages sich um die Entnahmesumme reduziert. Im Klartext, Mitlaufbestand waren 567 plus Einnahme 350 sind 917 minus 50 sind 867, passt. Und das Ganze sehen wir uns natürlich noch im Kassenbuch an. Unter Anwendungen, unter Auswertungen Kassenbuch sehen wir nun, dass wir hier am 26.02. für den Mustermann Max einen Lohn entnommen haben, und zwar in Höhe von 50 Euro aus dieser Kasse. Auch, wie bereits schon mehrfach gezeigt, unter Anwendungen, Buchhaltung und Buchungen sehen Sie genau das Gleiche. Wenn Sie die Kasse ansehen, dann sehen Sie, dass Sie hier für den Max Mustermann 50 Euro im Soll, also herausgenommen haben, somit Ihr Mitlaufbestand sich natürlich reduziert hat. Ja, das war es eigentlich schon, wie Sie Bargelder, Barentnahmen aus der Kasse für eine Lohnbezahlung verbuchen. Vielleicht abschließend noch vermerkt, Sie können selbstverständlich eine Lohnbezahlung auch von einem Konto, von einem Geschäftskonto bezahlen. Also hier steht Ihnen ja die Möglichkeit frei, wer das ganze Ding denn in Auftrag gegeben hat, ob es jetzt das Geschäftskonto ist oder die Kasse. Das heißt also, da, wo das Geld entnommen wurde, müssen Sie hier ausbezahlt von, ist eigentlich sprechend, eintragen und alles ist gut.